Mein Name ist Josef Knerm, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem Raum Büren bei Paderborn. Wir haben hier ein Gesamtinvestitionsvolumen alleine am Gebäude mit der Dacheindeckung der PV-Anlage von rund 600.000 Euro. Und natürlich die Wirtschaftlichkeit lässt sich natürlich messen an dem, was ich hier drunter bewirtschafte. Also mit dem Bärenverkauf ist natürlich eine Sonderkultur. Und gerade in diesem Jahr erwarten wir sehr hohe Erträge von den Heidelbeeren, gerade was einfach die Marktsituation zulässt. Im anderen Bereich muss man natürlich sagen, haben wir das Dach mit der Stromproduktion und dementsprechend trägt die natürlich auch zur Wirtschaftlichkeit bei. Die größte physische Anlage sind 60 x 70 Meter, also 4200 Quadratmeter Anlage mit einer installierten Leistung auf dem Dach von 740 kW Peak. Und zum Strom, wie gesagt, wir speisen komplett ins Netz ein und können den Strom über einen Direktvermarkter vermarkten und der orientiert sich momentan an den Börsenpreisen. Die Hürden, um so eine Anlage zu bauen, natürlich ist ganz klar das Genehmigungsverfahren. Das, was wir momentan gerade in der Politik sehen, dass diese Idee ja auch da ist, so eine Anlage zu bauen und gerade für die Energiewende beizutragen, ist natürlich groß und auch dieser Wille bei den ganzen Landwirten und bei den Interessierten, die die landwirtschaftliche oder die Fläche haben, generell so in die Energieproduktion einzusteigen, ist immens. Aber man muss sich eins vor Augen führen, nur weil gerade etwas irgendwo in der Politik Fuß fasst, heißt ja noch lange nicht, dass das in der Kommunalpolitik angekommen ist. Die genehmigende Behörde braucht den Fahrplan, das geht, so muss das aussehen und das sind daher die Bedingungen auch, die dahinter sind. Hier sind auch viele Interessenten an diesen Anlagen, die auch sagen so, das ist ein richtig gutes Konzept, was ihr hier gebaut habt und das möchte ich auch machen, ja, und dann im Gespräch, das kommt nachher so langsam raus, wenn man einmal nachfragt, was wolltest du denn darunter anbauen oder was ist denn euer Betriebskonzept? Ja, wieso? Ich will doch nur Strom produzieren. Und da muss ich sagen, dann ist so eine Vorführung auch immer schnell wieder zu Ende, weil ich glaube, dann geht uns hier schnell der Gesprächsstoff aus, weil wir sind in die Bärenproduktion eingestiegen und das Dach ist nachher die Idee zur Bärenproduktion gewesen. Und wenn ich weiterhin einfach nur die Fläche jetzt mit so einer Anlage über 20 Hektar zubaue oder 5 Hektar oder was auch immer, dann darf ich mich nachher nicht beschweren, dass die Fläche einfach der landwirtschaftlichen Produktion entnommen wird. Und ich habe den Synergieeffekt einfach nicht, den wir an dieser Anlage haben, dass wir diese Produktion der Sonderkulturen mit der Energieproduktion kombiniert haben. Und ich finde, da haben wir eine gute Lösung geschaffen.